Herzlich willkommen bei Astro TV. Mein Name ist Claudia Sabrina Hastrich. Ich bin heute Abend als spirituelle Beraterin und Wegbegleiterin für eure Themen am Start. Wir sind aktuell in der glasklaren, hellsichtigen Beratung. Ja, und ihr habt die Wahl. Entweder stellt ihr mir eine Frage, entweder Liebe, Partnerschaft, oder wenn ihr euch beruflich verändern möchtet, dann könnt ihr gerne eine Frage stellen. Der Glückstag, das ist eine sehr besondere Sache. Jede Zahl hat eine ganz eigene Energie und steht auch symbolisch für ein Thema, was sich eben an einem solchen Tag gut lösen lässt. Darüber hinaus gibt es für jeden von euch da draußen geschannelte Botschaften eurer Engel oder auch verstorbenen Seelen, das, was ich für euch an Informationen eben aufnehmen kann. Im Wochenblick schauen wir unverfänglich ohne Fragen, was die neue Woche an Qualität bringen mag. Für alle Lebensbereiche, egal ob es der Beruf ist, Partnerschaften, Freundschaften, die Nachbarn, ja, es ist Wochenende, da sind auch immer die Nachbarn Thema oder sehr häufig. Ja, und wenn ihr wissen wollt, warum denn nun euer Herzblatt sich ausgerechnet am Sonntagmittag nicht gemeldet hat, dann schauen wir eben auch das an. Genau. Und ich würde sagen, dieser Glückstag, den erkläre ich noch mal genauer. Also jede Zahl hat eine besondere Energie, also Schwingung. Das heißt, es gibt erstmal eine Information, für welches Thema dieser Glückstag eben geeignet ist und auch eine persönliche Qualität dieser Zahlenkombination, die ihr zur Verfügung habt. Ja, das ist, kennt ihr vielleicht aus der Numerologie. Jede Zahl steht eben auch für eine Qualität. Die 2 für Sensibilität, die 1 für Startkraft. Da kann man besonders gut neue Dinge, neue Projekte in Bewegung bringen. Natürlich gut im Beruf, wenn man eine Führungsposition haben möchte. Es ist ganz, ganz wichtig, eine 1 zur Verfügung zu haben. Ansonsten Botschaften, ganz klar. Lady Portia, also auch Meisterenergien, habe ich für euch am Start. Die steht ganz klar für Ausgleich, für Gerechtigkeit und für das Erkennen, wie ihr für eure persönlichen Rechte einstehen könnt. Ja, ich hatte sogar unter ihrem Einfluss eine Dame, die hat ganz einfach bei der Staatsanwaltschaft eine super Arbeit gefunden. Genau, und lasst euch einfach mal überraschen, welche Botschaften, Bilder zu euch sprechen möchten. Fragen geht immer, ist auch wichtig. Wenn ihr wissen wollt, wie könnt ihr euren persönlichen Geldfluss aktivieren, können wir auch das über eine Frage abklären. Oder wenn ihr schon längere Zeit Single seid, was könnt ihr tun, um in diesem Bereich neues Leben zu aktivieren, neue Begegnungen? Wer ist zu mir gekommen? Hier ist Eva. Ich habe eine Frage. Ich kann dich nicht sehen. Kannst du meine Frage beantworten? Ja, natürlich. Kannst du mal gucken, was so die nächste Zeit auf mich zukommt? Energetisch und so allgemein. Also energetisch würde ich sagen, löst sich eine alte Hemmung. Ja, also irgendwo in einem deiner Lebensbereiche fährst du mehr oder weniger vielleicht auch gezwungenermaßen mit angezogener Handbremse. Ja? Mhm. Und in diesem Lebensbereich gibt es Wandel. Ich würde sagen, dass der September auch neuen Antrieb einfach bringt, neue Unternehmungslust. Ja, wenn der Monat so langsam zu Ende geht, löst sich auch diese Bremse. Alles Gute für dich. Ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Ja, glasklare Hellsicht heißt eben auch, vieles zu fühlen von euch, was euch so beschäftigt.
ja, wie das eben mit dieser Hemmnis gewesen ist. Das ist irgendwo ein Lebensbereich vielleicht, wo ihr die passenden Leute schlicht nicht zur Verfügung habt. Ja, oder ein Partner, der zu stur ist. Genau. Alle Lebensräume, wo ihr Begrenzung erlebt, da können wir schauen. Da können wir auch mal nach einer Botschaft fragen. Ja, was ist da zu tun? Wann hört das auf? Wen darf ich begrüßen? Es ist Angelika, guten Abend. Hallo, guten Abend. Bitte um eine Botschaft. Also, du hast eine Botschaft von Haniel. Das ist ein sehr, sehr schöner Engel, der hilft oder unterstützt dich dabei, dich einfach neu in dein Leben zu verlieben. Der unterstützt und fördert deinen Sinn fürs Schöne. Ja, das heißt, er gibt dir entsprechende Impulse und das hilft dir, die Gedanken, die hier und da zu traurig gemacht werden oder zu pessimistisch gemacht werden, zu verändern. Ein alter Lebensumstand wird sich auflösen und es gibt Veränderungen. Alles Gute für dich. Danke, ich bin ganz überrascht, denn mit Haniel habe ich überhaupt noch nichts zu tun gehabt. Mit allen anderen Erzengeln, aber mit Haniel nicht. Der ist ganz, ganz wichtig. Ja, es muss auch Schönheit im Leben sein. Mhm. Genau, schöne Dinge, schöne Einrichtungsgegenstände. Dafür ist er da. Wunderbar, ich danke dir. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. Genau. Haniel, der kümmert sich um unseren Schönheitssinn. Ja, es gibt doch nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen. Und alles ist in der Farbe eingerichtet, die euch einfach nur gefällt. Ja, so das Schönheitsempfinden ist ganz, ganz wichtig, um auch schnell aus stressigen Gedanken oder Situationen rauszukommen. Ja, ein dunkel angestrichener Raum verbreitet eben keine Freude oder Lebenslaune. Genau, auf so Dinge achtet er bei uns. Engel generell verkörpern die lichtvolle Seite des Lebens. Und die Botschaften, die ich dann eben empfange, stellen die spirituelle Sicht dar, also das Lichtvolle an jeder Situation. Ja, auch wenn ihr euch immer wieder über einen bestimmten Arbeitskollegen, Kollegin ärgert oder über die Schwiegermutter, ja, dann zeigen die Engel euch den lichtvollen Aspekt, helfen euch, den Humor in der Sache zu sehen. Ja, und das ist teilweise halt eben so, wenn wir uns das 100. Mal geärgert haben, kommen wir dann auch von alleine drauf, dass es an der ganzen Sache eben dann doch auch etwas Gutes gibt. Ja, vielleicht konzentriert ihr euch selber immer wieder auf eine Person, um eben euch selber etwas zu spiegeln, was in euch nicht ganz okay ist. Genau, auch da können wir mal gucken, wo habt ihr noch Bedarf an Veränderung? Wo hängt ihr noch einen Moment? Ja, in der Liebe ganz oft, wenn ihr nicht den Traumpartner finden könnt, kann das natürlich sein, dass ihr den Alltag ewig gleich gestaltet, also gar nicht richtig raus unter die Leute geht, wie man so schön sagt, sondern euch immer wieder verschließt. Wen darf ich begrüßen? Hier spricht die Siglinde, hallo. Hallo, ich grüße dich. Ich habe eine Frage zu meinem Ex-Ehemann. Man möchte es nicht glauben. Wir sind seit circa 50 Jahren geschieden und letztes Weihnachten stand er vor der Türe. Er hat allerdings nicht geleuchtet, sondern so Zettelchen und Briefchen eingeschmissen. Ich weiß bis heute noch nicht hundertprozentig, was das bedeuten soll. Kannst du mir da was dazu sagen? Auf jeden Fall eine sehr, sehr besondere Frage. Ja. Ja. Und ich würde sagen, es ging darum, dir einen Wunsch auszudrücken, aber auch ist es ein Thema in ihm, etwas, was er mit dir nicht richtig gemacht hat. Ja, ja. Dem ist irgendwie eine alte Sünde wohl in den Sinn gekommen. Der hat sich an etwas erinnert. Ja, es drückt auf der einen Seite seine Unfähigkeit aus, direkt mit dir darüber zu sprechen. Ja, und dieses Zettel reinwerfen und dann wieder weggehen, das zeigt einfach seine Verlorenheit auch. Ja? Er wusste nicht, wie er sich da mal aussprechen soll. Ja, der kann nicht direkt mit dir reden.
Habe ich von ihm jetzt Ruhe oder wird er sich nochmal bemerkbar machen oder wie geht das jetzt weiter? Es wird Ruhe geben. Er kehrt nicht mehr zurück. Alles Gute für dich. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, während ich hier spreche, bitte auch immer wieder auf das untere Laufband achten. Das ist ganz wichtig. Da stehen halt alles, was ihr so über unsere Sendung und deren Bedingungen oder Regeln wissen müsst, steht in dem Laufband drin. Und für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Claudia Sabrina Hastrich. Ich arbeite seit 2003 in der spirituellen Lebensberatung und ja, angefangen habe ich irgendwann mal mit Lenormand-Karten und habe dann sehr schnell auch so ein Gefühl entwickelt für das Channeln, bis ich dann auch eben ganz klare Bilder zu den Themen eingestellt habe. Wenn ihr meine Gaben für eure Fragen nutzen möchtet, dann könnt ihr das tun. Und wen darf ich begrüßen? Hallo. Ja, hallo, hier ist die Sonja. Hallo Sonja. Ich habe eine Frage. Und zwar wüsste ich gerne, ob das noch etwas mit meinem Herzensmann wird oder ob ein anderer Mann für mich vorgesehen ist. Ich habe auch einige Engelenergien für dieses Thema da. Schön. Und die zeigen mir ganz klar, dass du einen anderen Weg wählen wirst. Ja. Ja, das ist ein Partner, der sofort zu dir steht. Schön. Und es eben auch von Anfang an so ein blindes Verstehen gibt, so wie du dir das halt auch wünschst. Oh, ja? Wie schön, ich bekomme gerade eine Gänsehaut. Und der andere Herr wird sich immer wieder nicht entscheiden, also den neuen Weg wählen. Alles Gute für dich. Oh, danke, das wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist, wenn die nicht sofort Ja sagen, dann ist was im Busch. Muss man mal genauer hinschauen, warum sich jemand nicht entscheidet. Es kann auch einfach darauf hindeuten, dass die entweder sich nicht ganz einlassen möchten, also unverbindlich bleiben. Ja, und natürlich kann es auch sein, dass dann noch irgendwo eine Bindung, eine Beziehung nicht beendet ist. Wer hat zu mir gefunden? Hallo. Hallo, guten Abend, hier ist Beate. Ich hätte gerne bitte die Botschaft. Also, für dich ist Erzengel Metatron gekommen. Ja, Metatron zeigt mir Bilder von deinem Solarplexus. Da ist etwas, die Energie, der Strom, ja, gehemmt. Und er hilft dir einfach dabei, wirklich auch mal gedanklich Veränderungen umzusetzen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er dir so Impulse oder über Gefühle Impulse vermittelt, die dir helfen, Lebensumstände mit kleinen Schritten zu verändern, um dann wirklich mal ganz rauszukommen aus den Stillständen. Alles Gute für dich. Okay, vielen lieben Dank. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Ja, glasklare, hellsichtige Beratung. Ihr habt die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen. Ja, das kann mit der Liebe, mit der Partnerschaft zu tun haben, gerne aber auch über Beruf, Berufung. Ja, wann kommt ihr endlich mit euren Wünschen voran? Ja, wenn ihr wissen wollt, wie kann ich meinen Wunsch zum Beispiel von einem Traumpartner, einen Traumpartner zu bekommen, umsetzen, können wir gucken, welche Eigenschaft ihr eben habt, die es zu aktivieren gilt, die euch einfach hilft, dieses Ziel zu erreichen. Genau. Manchmal sind es ganz kleine Veränderungen, die schon viel ausmachen. Und ja, jetzt gibt es Infos für euch. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, und da bin ich für euch zurück.
am Start mit meiner Hellsicht, mit meinem Klarsehen auch. Ja, und ich freue mich natürlich über jeden, der es schafft, einfach zu mir zu kommen, der sich eine Beratung abholt. Ja, ihr habt die Möglichkeit, euch eine Frage beantworten zu lassen. Und natürlich der Glückstag, der ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr ein bestimmtes Vorhaben habt. Ja, oder einen Wunsch, zum Beispiel endlich mal mit dem Banker so zu reden, dass er das tut, was euch eben gerade hilft. Ja? Oder wenn ihr in der Partnerschaft gerne mal den Menschen ansprechen möchtet, den ihr euch wünscht, schauen wir nach einem günstigen Datum. Und wer ist zu mir gekommen? Anne. Grüß dich, hallo, Claudia. Anne, schön. Claudia, ich hätte gerne gewusst, was in der kommenden Woche auf mich zukommt. Also der Montag ist erstmal, naja, so wie der Sonntag. Arbeiten. Genau. So, wenn mal die Wochenmitte da ist, gibt es neuen Schwung. Ja? Das hilft dir eben auch, mal so Sachen zu erledigen, an die du vielleicht nicht so gerne dran gehst. Oh, ja? Da bin ich jetzt schon dran. Okay, dann gibt es neue Energie, neuen Elan. Ja, ab Mitte. Genau. Also du wirst das, was du so ungern tust, auf jeden Fall schaffen. Ja, und hinterher natürlich entsprechend erleichtert sein. Glücklich sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dann nochmal nachlegst und halt Themen bearbeitest, vor denen du so deine Scheu hast. Ja? Also insgesamt eine ruhige und erfolgreiche Woche wird das für dich geben. Da kommt drauf an, erfolgreich. Auf jeden Fall. Ja, du wirst da mit deiner Sache zum Ziel kommen. Prima. Danke, Claudia. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Genau. Ja, es ist insgesamt sind die Energien sehr, sehr gut. Lady Portia, wenn sie mit ihrer Meisterenergie zu uns kommt, immer ein super Zeichen. Ja, wir kommen zu dem, was uns zusteht eben auch. Egal, ob es in der Liebe ist, in der Arbeit. Ja, wenn ihr da endlich mal mehr Geld haben möchtet, nutzt einfach die Zeitqualität. Ja, ihr könnt davon ausgehen, dass ihr ja, gute Gesprächspartner antrefft oder auch mal Chefs erleben dürft, die eher auch mal offen sind für euer Anliegen. Das könnt ihr, da könnt ihr auch mal nach dem Glückstag fragen, welches Datum ist geeignet, um spezielle Themen an den Start zu kriegen. Wenn ihr euch selbstständig machen möchtet, das können wir auf jeden Fall anschauen. Eine geschändelte Botschaft, ganz klar. Die kann von den Engeln kommen, den Erzengeln, Meisterenergien. Ja, es sind wirklich einige Energien einfach da, die vielleicht auch Themen in euer Leben bringen, an die ihr vielleicht jetzt noch nicht denkt. Und in einem halben Jahr sagt, ja, richtig, da hat die mal was gesagt oder mir mal eine Nachricht aus dem Himmel übergeben. Solche Sachen sind gewiss interessant, wenn ihr da auch mal aus eurem üblichen Kram rauskommen wollt. Ja, die Engel, die geistige Welt, die vertreten die lichtvolle Seite des Lebens. Das heißt, die Antworten aus der spirituellen Welt beinhalten immer viel Freude oder möchten einfach optimistisch stimmen. Botschaften, die eben auch zur Einsicht führen, dass egal, was von außen in dein Leben kommt, es immer weitergeht, ja? Dass es nichts wirklich Schlimmes gibt. Ja, alles, was so in dein Leben kommt, hat eine Funktion. Ja, wenn, egal, ob das die ewig nörgelnde Schwiegermutter ist oder der Nachbar, der immer wieder zu laut seine Musik aufdreht. Und auf jeden Fall guckt ihr auch immer unten in das Laufband. Da stehen wichtige Informationen zu dieser Sendung drin. Ja, der Nachbar, der immer wieder das Wochenende stört, da können wir natürlich schauen, wie verändert sich das, ja, und was ist es in euch, was das auslöst. Ereignisse im Außen spiegeln häufig eben auch Dinge, die in uns selber oder im Eigenleben nicht stimmen. Ja, vielleicht ist es höchste Eisenbahn, mal genauso laut zu werden wie der Nachbar mit seinem ewigen Rasenmähen. Genau. Tja,
in der Liebe sehr häufig es darum geht, den Traumpartner zu finden oder ja, dann zu sagen, hey, du musst den mal ansprechen, so kommt er nicht drauf. Da müsste schon mal ein Rasenmäher sein. Ja, also die geschenkten Botschaften, die sind schon auch Zukunftsimpulse. Wer hat zu mir gefunden? Wen darf ich begrüßen? Hallo, hier ist Peggy. Ich hätte gerne meinen Glückstag. Der 13.12. Ja, also du hast selber sehr viel oder eine gewisse Empathie mit in dieses Leben bekommen. Ja, also Gespräche auf jeden Fall, die um das Thema Partnerschaft gehen, kann ich mir vorstellen, dass du die besser beherrschst, als dir bewusst ist. Ja, nutze also auch dieses Datum für Gespräche, für eigene Gespräche, wenn es um Bindungen, um Beziehungen, aber auch Vertragspartnerschaften geht. Alles Gute für dich. Dankeschön. Tschüss. Bitteschön. Tschüss. Ja, genau. Manchmal hänge ich dann so euren Energien, euren Bildern noch einen Moment nach. Ja, und genau, es geht einfach darum, Neues zu wagen. Es ist ja die Zeit des Wandels. Ja, alles verändert sich, alles wird neu gezwungenermaßen. Es geht nirgendwo mehr anders. Und wenn ihr wissen wollt, wo Wandel in eurem Leben eben passiert, dann kann ich euch ein Stück weit vorinformieren. Nicht, dass ihr vielleicht hier und da auch unschöne Überraschungen erlebt. Ja, wir haben ja auch den Neumond in der Jungfrau gehabt. Das heißt, der Neumond ist immer symbolisch für einen Neuanfang. Und was das dann im persönlichen Leben heißen kann, tja, das muss nicht immer im ersten Moment toll sein. Ja, gerade die Jungfrau ist verzwickt. Da geht es um das Thema Einsparungen. Ja, also wenn ihr wissen wollt, was in eurem Unternehmen, für das ihr euch ja, abrackert teilweise, da vor sich geht, können wir mal reinschauen. Sind da irgendwelche Einsparungen geplant? Ja, dann kann ich euch eben vorinformieren und wir können schauen, was ihr als nächstes tun könnt, um weiterzukommen. Ja, es ist eine Zeit, wo tatsächlich leider auch die Verkehrswege wichtig sind, also die Transportwege sich immer mehr verengen, verknappen. Ja, und ihr könnt gerne mal auch jetzt in der anonymen Beratung nachfragen, wo ihr mehr Aufmerksamkeit, auf welches Thema ihr mehr Aufmerksamkeit lenken solltet. Ja, dazu könnt ihr natürlich auch den Glückstag nutzen. Gibt es einen Tag, wo ihr beispielsweise im Beruf euch super wandeln könnt? Ja, oder eben über eine Frage einfach mal reinhören. Hey, was steht an als nächstes? Oder im Wochenblick, was bringen die nächsten 7 Tage? Ja? Genau. Also ich bin überzeugt, dass jeder Einzelne von euch zu Hause mit dem Thema Wandel zu tun hat. Am deutlichsten zeigt es sich natürlich im Beruf, wenn ihr arbeitet. Wen darf ich begrüßen? Hallo? Guten Abend, was hast du dir ausgesucht? Deine persönliche Botschaft kommt von Erzengel Gabriel. Der ist so mehr oder weniger der frische Kick, auch gerade in den kommenden Wochen. Ja, es geht ihm darum, so mal frei zu werden von den Anforderungen, denen du dich jeden Tag stellen musst, in Anführungszeichen. Und ja, es dir gelingt, wieder mehr Freiraum für dich selbst, für deine eigenen Ideen zu bekommen. Alles Gute für dich. Bitteschön, tschüss. Genau, das ist es. Also es ist schon so, was so in der Luft liegt, sind eben Veränderungen, Verknappungen in der Arbeit, entweder über Stundenreduzierung, ja, Digitalisierung. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere eben anders ersetzt wird. Und darunter leidet natürlich gerade auch das Beziehungsleben. Es wird immer schwieriger, so beruflich als auch finanziell durchzukommen. Und da können wir schauen, wie ihr das verändern könnt.
Wen darf ich begrüßen? Ja, hallo. Hallo, guten Abend. Dein persönlicher Glückstag, ich schaue für dich nach. Es ist der 3.5. Ja, gerade die 5, das zeigt mir, dass du durchaus empathisch bist für Menschen und Umstände, wo es nicht ganz aufrichtig zugeht. Ja, wo man vielleicht ja auch etwas vorgaukelt. Ja, also wenn du mit Verträgen und so weiter etwas ein Thema hast oder eine größere Anschaffung, wo du mit Verträgen zu tun bekommst, nutze dieses Datum. Ja, deine Aufmerksamkeit ist geschult und du kannst auch sehr gut für deine Rechte auf Wahrheit kämpfen. Alles Gute für dich. Ja, das generell, egal welches Jahr. Merk dir gerne dieses Datum. Alles Gute. Der bleibt immer. Ja, bitteschön. Ja, die 5 spiegelt einfach auch eine Qualität, die in dir ist. Ja, genau, die Leute glauben halt aufgrund in der Freundlichkeit, da schon mal hier und da sich ein paar Frechheiten erlauben zu können. Aber tatsächlich würde es ihr gelingen, dahinter zu steigen. Genau. Ja, die Botschaften. Aktuell wahnsinnig viele Meisterenergien, gerade Lady Portia, die sich ganz schön durchzusetzen gedenkt. Wen darf ich beraten? Wer hat zu mir gefunden? Hallo. Der persönliche Glückstag ist der 27.07. Ja, du könntest selber gut Schicksal gestalten. Ja, also andere Leute mit dem, was du so an Lebenserfahrung hast, auch tatsächlich helfen. Und es ist aber auch ein Tag, wo du selber Hilfe empfangen kannst. Ja, wenn es um deine persönliche Entwicklung geht, bringt dir dieses Datum Glück. Ja, Beziehung, Partnerschaft, das ist gemeint. Alles Gute für dich. Sehr gerne. Tschüss. Glasklare, hellsichtige Beratung, anonym natürlich. Geschändelte Botschaften von euren Engeln zu allen Lebensthemen. Da lasst euch auch ruhig mal überraschen von den Engeln, was sie so an Infos da haben. Wen darf ich begrüßen? Hallo? Ja, hallo. Das ist der 8.8. Ja, die 8 für die Unendlichkeit. Das heißt, du wirst eben auch erleben, dass egal, was so das Leben an Schwierigkeiten zu dir bringt, es immer weitergeht. Ja? Und genauso ist das eben auch in deinem Privatleben. Das, was jetzt gerade da ist, was nicht mehr so zu dir passt, wird sich lösen können. Es ist auch ein gutes Datum, um mal, wenn du mal deine Meinung sagen möchtest, ja, wenn du mal jemanden eben, ja, mit jemandem Tacheles reden möchtest. Alles Gute für dich. Bitteschön, tschüss. Ja, Durchsetzungsfähigkeit, das ist so das hintergründige Thema. Ja, wenn ihr euch durchsetzen möchtet, natürlich könnt ihr auch das mal über eine Frage abklären. Ja, ob ihr eben Erfolg habt in der Liebe, im Beruf. Ja, und denkt und achtet jetzt einfach mal auf die Infos, die zu euch kommen wollen. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt.
Tja, und da bin ich wieder zurück für euch. Mein Name ist Claudia Sabrina Hastrich. Ich arbeite seit 2003 in der spirituellen Lebensberatung und bin heute Abend für euch mit meiner glasklaren Hellsicht vor Ort. Das heißt, ihr könnt mir eine Frage stellen oder einen persönlichen Glückstag abholen. Natürlich einen Wochenblick, und da braucht es auch keine Fragen zu. Da schaue ich einfach, was die neue Woche so an Themen mit sich bringt. Und geschändelte Botschaften natürlich zu jedem Thema. Da lasst euch auch einfach mal überraschen, was da so an Informationen kommen möchte. Lady Portia ist ganz arg da, und das ist auch schön. Es sind Zeiten, wo wir Ausgleich erfahren, Ausgleich für unsere Anstrengungen, egal ob es in der Liebe ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade auch die neue Woche da Überraschungen bringt. Genau. Anonym sind wir, habe ich gar nicht mehr so dran gedacht. Also, es hört euch niemand da draußen sprechen, das ist gewiss ganz vorteilhaft. Wenn es mal um persönlichere Themen geht, finanzielle Themen, wie aktivierst du deinen Geldfluss? Wer ist zu mir gekommen? Ja, hallo. Hallo, Hans. Ja, ich bin am Schauen. Ja, hier und da nehme ich eben wirklich Belastungen wahr. Kein leichtes Thema, was die Finanzen angeht. Du wirst so ab Jahresende Schritt für Schritt wieder vorwärts kommen. Ja, dann löst sich die Handbremse und du kriegst auch Unterstützung. Ja, das ist eine männliche Energie, die dir da mal einen neuen Anstoß gibt. Alles Gute für dich. Ja, das kann jemand sein, der sich durchaus mit Finanzen auch beruflich beschäftigt. Also lass dich da, sei mal offen, lass dich inspirieren. Alles Gute für dich. Jo, tschüss. Ja, also ein bisschen was müsst ihr schon tun, wenn sich etwas verändern soll im Leben. Und ja, gerade Finanzen, da gehört Anstrengung zu. Und ruhig auch mal drüber nachdenken, sich von einer Bank oder Sparkasse mal gut beraten zu lassen. Also die haben da schon ihre eigenen Drehs, die haben das gelernt. Ja, lieber in, ja, ich sag mal, in professionelle Hände legen, dieses Thema. Ja, die sind ja dafür da, da gibt es das Geld ja. Das denke ich, ist es. Also, die Belastungen haben halt ihre Ursache. Nicht nur immer im Seelischen. Es liegt auch sehr häufig daran, dass man nicht die richtigen Ansprechpartner sich sucht. Also, wenn ihr da ein spezielles Thema habt, kann ich das mir auch angucken. Ja, wo findet ihr den Ansprechpartner? In welchem Bereich findet ihr die Ansprechpartner, die es eben braucht, um mal gerade beim Geld wieder vorwärts zu kommen? Wie wir hier in der spirituellen Lebensberatung eben die Engel ansprechen, ja, uns um die lichtvolle Sichtweise kümmern, so gibt es eben auch für die Finanzen sehr, sehr gute Leute. Und da ruhig auch mutig sein und die Banken ansprechen. Ja, die sind besser, als man ihnen vielleicht nachsagt. Wer ist zu mir gekommen? Hallo. Hallo. Also, deine persönliche Botschaft kommt von Zadkiel. Zadkiel, der Engel der Mysterien, der gibt dir die Botschaft, ruhig dich zu trauen, mehr den Menschen so auch mal hinter die Kulissen zu schauen, also nicht zu gutgläubig zu sein.
Ja? Und er unterstützt dich eben auch entsprechend über Gefühle, über Wahrnehmung, ja, damit du so für dich einen besseren Weg findest oder einfach mit Menschen zusammenfindest, die mit dem Herzen bei dir sind, die dich auch unterstützen können. Alles Gute für dich. Tschüss. Tja, das Wochenende, Sonntagabend. Jeder hat so seine eigenen Gedanken, wie wohl die neue Woche wird und wen darf ich begrüßen. Ja, wer spricht da? Ja, es ist Metatron für dich da. Ja, und der unterstützt dich einfach dabei, deine eigenen, ja, besonderen Talente oder das, was dir ermöglicht, Geistiges wahrzunehmen, also eigene Botschaften von deinen Engeln zu empfangen. Ja, da unterstützt er dich, das da so für dich mal zu lernen, wie du das machen kannst. Ja, der schult ganz gut deine Intuition. Du kannst selber gut feinfühlig sein und das wirst du auch immer mehr und mehr merken, wie du das für deine Anliegen einsetzen kannst. Alles Gute für dich. Tschüss. Wer ist zu mir gekommen? Ja, hallo, gut. Hallo, guten Abend. Also aus spiritueller Sicht auf das Thema geht es ja eben auch darum, Gerechtigkeit zu erfahren. Ja, und du wirst erleben, dass dies auch passiert. Ja, also es kommt nochmal neues Leben rein. Na klar, also etwas wirst du empfangen dürfen. Alles Gute für dich. Das kann ich leider nicht sehen. Ja, Zeitpunkte, das ist immer eine heikle Sache. Genau, einfach mal laufen lassen. Auf jeden Fall, es lohnt sich dran zu bleiben. Tschüss. Ja, Lady Portia zeigt eben auch, dass wir unter Umständen eben auch im Bereich, wenn es um die Arbeit geht und uns etwas zusteht und es aber nicht gegeben wird, ruhig auch juristische Hilfe in Anspruch nehmen dürfen oder sollten. Ja, es geht ja darum, Ausgleich zu erfahren, Gerechtigkeit zu erfahren. Ja, und es wird auch hier in dem Fall so laufen. Das heißt, immer auch für eure Themen die richtigen Ansprechpartner zu suchen, damit etwas passieren kann. Ja, und achtet bitte auch auf das untere Laufband, während ich spreche. Da sind wichtige Informationen zu der Sendung und zu deren Bedingungen drin. Gute und richtige Ansprechpartner, auch das kann ich natürlich hier anschauen. Wo findet ihr die Anlaufstelle, die euch zum Ziel führt? Ja, Spiritualität heißt eben, die lichtvolle Seite auf das Thema anzuschauen. Die geschändelten Botschaften oder die Engel, das ist eine andere Sichtweise wie das, was eben direkt im Leben so passiert. Da will man einfach Stärke vermitteln oder die Lehre, die uns das Leben verpassen will, da auch schon mal. Was können wir oder was verändert sich in uns? Bleiben wir auf immer still oder gehen wir wirklich mal los und holen uns Hilfe, wie das
eben manchmal gerade im Bereich der Arbeit notwendig ist. Wenn wir nicht mehr weiter wachsen dürfen oder gemobbt werden, ist es mit Sicherheit ganz, ganz wichtig, da entsprechende, ja, Wegbegleiter zu suchen auch, zu finden natürlich. Ja, ist auch immer ganz wichtig, euch auch zu zeigen, okay, Spiritualität, da geht es um Geistiges. Ja, das schauen wir aus der Sicht, aus der spirituellen Sicht, geht es um unser persönliches Wachstum. Was lernen wir aus einer Situation, wo es zum Beispiel um Mobbing geht? Ja, also was ist da jetzt wichtig? Was ist in uns noch nicht ganz angeschaut worden? Nutzen wir wirklich den Mut, den wir irgendwo in unserer Vorstellung haben? Ja? Oder geben wir eben schnell klein bei, ja, und gehen gedemütigt aus der Situation raus? Mut haben heißt eben, dann auch schon mal zum Rechtsanwalt zu gehen und dafür zu kämpfen, gerne auch mal zu streiten. Es ist nicht spirituell, sich alles wegnehmen zu lassen. Ja? Oder ja, kampflos einfach das Feld zu räumen, so ist es auch in der Liebe. Es ist nicht wirklich förderlich, sich in so eine Warteposition drängeln zu lassen. Ja, da muss man sich auch im Klaren sein, dass es eben jemand ist, der nur halbherzig oder eher halbherzig, vielleicht auch gar nicht an uns interessiert ist, dass es uns gut geht. Die Spiritualität, die gibt halt eben uns den Optimismus zurück. Da geht es um Geistiges, um Wachstum, um Entwicklung. Und natürlich sollen wir oder wollen wir auch die Zeit hier auf Erden so nutzen, dass sie uns, ja, dass sie in unserem Sinne arbeitet und nicht gegen uns arbeitet. Genau. Der Glückstag ist so ein Tag oder auch ein Werkzeug, das euch helfen kann, etwas für euch umzusetzen oder auch mal ein Thema anzufangen, um Wachstum zu erzeugen. Ja, da geht es um die geistige Einstellung zu einem Thema. Das ganz häufig Behörden spiegeln so etwas in uns, ja, wenn die anfangen, uns zu verärgern. Hallo? Ja, wo sind wir noch undiszipliniert? Was müssen wir noch anders machen? Gibt es irgendwo etwas, was wir nicht anschauen wollen? Oh, hoppla, jetzt höre ich's. Ja, hallo, hallo, da war der... genau. Na super. Also so gefühlt ist das Thema mit Vorsicht zu genießen. Ja, in jedem Fall sich da auch mal schlau machen bei Menschen, die sich mit dem Thema auskennen. Es kann nämlich tatsächlich ein Nachteil sein. Ja, ist ein Thema, was nicht ohne ist. Also da bitte ruhig auch jemand vom Fach ansprechen. Bitte noch mal jemand konsultieren, der unabhängig ist vom Schwager. Ganz wichtig. Ja, nicht alles als gut oder wahrhaftig anerkennen, weil es der Schwager ist. Ja, eher sagen, okay, da hole ich mir noch mal unabhängig von ihm noch mal Hilfe und einen guten Rat. Alles Gute für dich. Tschüss. Hoppla, da fällt der Ton aus dem Ohr. Genau, also bitte nicht gutgläubig sein, wenn der liebe Schwager oder Bekannte da einen super Deal für euch hat. Kritisch bleiben, es lohnt sich. Ja, unabhängig davon, ruhig nochmal auf einen Experten zu gehen, der aus diesem Bereich eben kommt. Ja, bis
Und bevor wir weitermachen, gibt es Infos für euch. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Und herzlich willkommen auf AstroTV. Mein Name ist Claudia Sabrina Hastrich. Ich bin bis 21 Uhr als spirituelle Beraterin und Wegbegleiterin hier vor Ort im Studio. Wir sind gegenwärtig in einer glasklaren, hellsichtigen Beratung und das auf jeden Fall anonym. Das heißt, der Ton ist abgeschaltet. Und so könnt ihr euch ganz in Ruhe eine Frage beantworten lassen oder nach einem persönlichen Glückstag fragen. Der Wochenblick auch ganz interessant. Ja, wir haben heute Sonntag, morgen starten wir alle in eine neue Woche und das heißt auch neue Chancen, neue Themen und geschändelte Botschaften. Na klar, da gibt es einige, nicht nur von den Engeln, es gibt Meisterenergien, die ich gerne für euch empfange. Ja, und oftmals sind es auch zukunftsweisende Botschaften oder Energien, Engel, die schlicht ein neues Thema ankündigen, auf das es vielleicht zu achten gilt, was auf einmal da ist, in jedem Fall aber eurem Wachstum dienlich. Genau. Lady Portia, das zeigt eben, dass wir in einer Zeitphase sind, wo wir gut Acht geben müssen auf uns und auf unsere Rechte. Ja, wir werden ganz, ganz schnell eben auch mal übervorteilt oder verlieren einfach die Übersicht, weil so vieles auf uns einströmt und ganz tolle Geschäfte eben uns angeboten werden, die nicht immer das halten, was sie versprechen. Also gerade so mit Coins und so komischen Sachen, da traut euch auf jeden Fall auch Fachleute anzusprechen. Das ganze tolle neue Geldthema muss ja nicht wirklich gut sein. Ne? Da auf jeden Fall fachliche Hilfe immer wieder auch in Anspruch nehmen. Ja, wir in der spirituellen Lebensberatung unterstützen das geistige, das seelische Wachstum oder helfen ganz einfach, spirituelle Gaben zu entwickeln. Euch zu, ja, rückzuverbinden mit der eigentlichen Kraftquelle, die eben jeder in uns hat. Nicht zu sehr von Äußerlichkeiten zu was auch immer verführen lassen. Wir hatten in der letzten Woche einen Neumond in der Jungfrau. Und da neigen wir, oder die Jungfrau steht eben auch für Sparsamkeit. Und da würde ich jetzt mal so zur aktuellen Zeitenergie sagen, bitte auch sparsam umgehen mit eurer Gutgläubigkeit. Ja, lasst euch nicht über gute Familienbande oder etwaige Bekanntschaften, so was auch immer, hinreißen. Ja, und auch die Engel, die zeigen ja eigentlich, wie wir anders umgehen mit den Themen. Ja, wo wir einfach auch neue Inspiration finden. Achtet bitte auch auf das Laufband. Da stehen wichtige Informationen zu dieser Sendung drin, zu den Regeln. Und ja, wir machen einfach weiter mit der glasklaren, hellsichtigen Beratung. Klar sich zu verschaffen, das kann ich über eine Frage, ja, wenn ihr etwas wissen wollt, zum Beispiel über eure Arbeit, inwieweit es dort zum Beispiel Rationalisierungen gibt. Ja? Was will euch der Chef oder die Chefin verknappen? Die Jungfrau, die bringt einiges an Verknappung eben mit sich. Die Transportwege, ja, wenn ihr im Bahn fahrt, dann werdet ihr das gerade erleben, wie sich die Verkehrswege immer mehr verengen. Genau.
Vielleicht wünscht ihr deswegen auch eine andere Arbeit, habt gar nicht mehr so das Interesse an dem, was ihr da macht, weil ihr eben immer wieder im Stau steht und irgendwie die Zeit für euch selber verliert. Vielleicht auch einfach das Gefühl für euch und eure Bedürfnisse. Dafür gibt es ja die Engel, die eben mit ihren Energien auch auf uns einwirken. Häufig merkt man das, wenn man plötzlich in einer Situation, die man alltäglich findet, vielleicht jetzt auf einmal so ein mulmiges Gefühl entwickelt und sagt, na nee, hier möchte ich lieber eher weg. So in etwa kann man sich die Gespräche von den Engeln zu euch vorstellen. Die bringen eure Emotionen oder sprechen über eure Gefühle, über eure Empfindungen zu euch. Ja, die Engel geben eben auch Antworten, die die lichtvolle Seite im Leben eben zeigt. Die Engel auch Ausdrücke unserer Wünsche, ja, unserer Sehnsüchte, die wir in uns haben. Das ist so eine Spiegelung im Außen, wie Kamel zum Beispiel, dass wir uns mehr Schönheit im Leben wünschen, schönere Umstände, vielleicht ein schöneres Zuhause, schönere Einrichtungsgegenstände. Ja, mal wieder einen neuen Anstrich. Und wen darf ich begrüßen? Schönen guten Abend. Hallo, was hast du dir ausgesucht? Ja, also die neue Woche. Kann sein, dass die ersten beiden Tage noch etwas durchwachsen sind. Ja, vielleicht, dass du selber noch nicht so ganz aus dem Quark kommst. Und wenn dann mal die Wochenmitte erreicht ist, geht es wieder in eine andere Richtung. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Bereich Liebe, Partnerschaft sich etwas verändern wird, was du dir allerdings vielleicht auch schon seit einiger Zeit gewünscht hast. Gespräche mit guten Freunden, das wird zurückkehren in dein Leben. Es wird mehr Wertschätzung dir entgegengebracht. Ich wünsche dir alles Gute. Sehr schön. Danke. Tschüss. Ja, die Zeit des Wandels. Alles will sich verändern, wird sich verändern. Eben auch müssen, das sehen wir ja aktuell an den Transportwegen, wenn ihr mit eurem Wagen unterwegs seid oder eben mit den Zügen. Alles wird enger. Ja, also es klappt nichts mehr so, wie es mal funktioniert hat. Es müssen unter Druck tatsächlich andere Wege erschlossen werden, damit ihr in euren Lebensbereichen eben nicht in einen solchen Druck kommt. Könnt ihr natürlich hier vor Ort meine glasklare, hellsichtige Beratung nutzen. Und da gucken wir einfach mal, wie könnt ihr, ohne dass es Druck gibt, Veränderung, Wandel in eurem Leben integrieren, verankern. Genau. Na, die Jungfrau, der Neumond in der Jungfrau oder generell die Jungfrauzeit steht immer für Verkehrswege, für Nachrichten und wie die übermittelt werden. Ja, die Jungfrau, die ist beweglich und wir müssen neue Bedingungen schaffen, um wieder beweglich zu werden. Ja, es ist halt so, dass eben die Jungfrau auch für Einsparungen steht, die uns vielleicht jetzt auch gerade zum Verhängnis werden können. Ja, ganz klar sehen wir das am deutlichsten, wenn wir zur Arbeit fahren wollen und kommen nicht mehr einfach so voran. Und so ist es auch in eurem Leben. Wo seid ihr, wo habt ihr nicht genug hingeguckt? Wo seid ihr zu sparsam mit eurem Blick? Ja, ruhig auch Blicke, die ein bisschen tiefer gehen. Wo traut ihr euch, genauer hinzugucken, um Drucksituationen eben nicht haben zu müssen? Ja, tatsächlich Bereich Arbeit, da müsst ihr auf jeden Fall flink sein. Ja, vielleicht kennt ihr die Mäuse im Tarot. Das ist so für mich Jungfrau. Ja, was haben wir geerntet bisher? Da kann das sehr gut sein, dass wir hier und da Abstriche machen müssen, um eben finanziell wieder neue Bewegung zu kriegen. Und wie ihr das machen könnt, ja, das erfahrt ihr natürlich hier bei mir in der Sendung.
Ja, ihr habt noch bis 21 Uhr Zeit. Könnt ihr noch mit mir sprechen? Genau. Ja, die Mäuse, die haben immer, die haben für mich so zwei Seiten. Ja, wie alles im Leben haben die Mäuse zwei Seiten. Ja, auf der einen Seite bringen sie uns etwas, vielleicht Erkenntnisse, auch Klugheit. Und auf der anderen Seite können sie uns auch was wegnehmen. Ja, an unseren Vorräten nagen. Wo nagt die Zeit in eurem Leben? Ja, es gibt halt auch immer mal wieder etwas, was dringend verändern werden muss. Gerade wenn ihr selbstständig seid, braucht ihr vielleicht irgendwo neue Geräte oder müsst ihr vielleicht etwas noch lernen, um besser zu sein, um wirtschaftlich zu bleiben. Das ist auch in der Liebe, wo drückt ihr euch zu karg aus? Genau, der Glückstag ist ein ganz guter Anhaltspunkt oder auch, ich sage euch ja nicht einfach ein Datum. Ihr bekommt, ich nenne euch auch eine sehr besondere Eigenschaft, die ihr eben habt oder ein Thema, was euch besonders gut liegt, wo ihr irgendwie eine Antenne auch für habt. Die 3 steht eben auch für Menschen, die ganz gut anderen weiterhelfen können, die sich auch gut in Beziehungsfragen auskennen, ja, die vielleicht selber da etwas sehr Besonderes erlebt haben als Kind mit ihren Eltern, genau, was sie auch beruflich anwenden können. Die haben einen ganz klaren Blick eben auch gerade in der Liebe, wenn was nicht ganz aufrichtig zugeht. Teilhaberschaften, ja, wenn was mit den Verträgen nicht okay ist. Tja, und schon sind wir in der letzten Beratung in dieser Stunde angekommen. Ich freue mich auf jeden Fall für den oder diejenige, die es eben schafft, in die letzte Beratung zu kommen. Und bin natürlich auch gespannt, was du mir für ein Thema mitbringst, was dich interessiert. Du kannst natürlich einen Glückstag abfragen oder eine spezielle Frage, die der Liebe, Partnerschaft zu tun hat, wo willst du wachsen oder etwas einsparen? Ja, wo kannst du dir Vorteile verschaffen im Leben? Genau. Wandel passiert teilweise auch ein sehr rasanter Wandel. Ja, also wenn ihr im Beruf weiterhin sicher sein wollt, können wir auch mal schauen, hey, wie sieht es mit eurem Unternehmen aus? Ist es vielleicht an der Zeit, selber mal aktiv zu werden, sich neu zu bewerben, auf jeden Fall das Spektrum zu erweitern. Vielleicht lernt ihr auch noch etwas, wo ihr euren Lebensunterhalt mit sichern könnt. Bin mir auch sicher, dass der letzte Neumond euch so Gefühl vielleicht mitgegeben hat. Also das Bedürfnis, mal weiterzuschauen, über das Übliche rauszugucken, gilt auch für die Liebe. Wenn ihr da bisher zu wenig an Zuwendung erfahren habt, kann sich das verändern. Ist im Übrigen auch eine Zeit, wo Menschen in euer Leben kommen, die sich mal unterscheiden, die wieder mehr mit Herz und Seele sprechen zum Beispiel. Auch da verknappt die Zeit irgendwie Halbherzigkeiten. Ja, das könnte ja auch ein Thema jetzt für die letzte Beratung in dieser Stunde werden. Und wen darf ich begrüßen? Wer hat es geschafft? Ja, guten Abend, hier ist die Ruth. Ruth, ich grüße dich. Ja, und warte mal bitte einen Moment, liebe Zuschauer. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder.